Du hast in deiner Präsentation eine Tabelle und möchtest bestimmte Bereiche besser hervorheben? Ich zeige dir, wie du das Ganze leicht bewerkstelligen kannst. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich jetzt in meinem Videowürmer Schritt für Schritt. Im ersten Schritt müssen wir jetzt natürlich die Folie duplizieren. Das heißt also, wir gehen zur linken Seite zur Folienübersicht, klicken also drauf. Mit STRG C, STRG V kannst du das Ganze duplizieren. Im nächsten Schritt gehen wir einfach hoch zu Einfügen, gehen zu Formen und sagen natürlich jetzt hier, wählen wir das Rechteck aus, klicken also darauf und sagen jetzt natürlich, dass das Ganze so groß sein soll wie die Folie an sich selbst. Ist dieser Schritt getan, ist jetzt im nächsten Schritt natürlich, dass wir hier sagen, hochgehen zu Fülleffekt. Sagen, das Ganze soll schwarz sein, die Formkontur soll keine vorhanden sein. Und jetzt können wir auf dieses schöne Rechteck, was wir produziert haben, raufklicken, gehen runter zur Form formatieren und auf der rechten Seite erscheint ein neues Fenster, wo wir runtergehen zu transparent und sagen, hier an dieser Stelle soll das Ganze 50-60% sein. Bist damit zufrieden? Ist jetzt im nächsten Schritt natürlich, dass wir wieder hochgehen zu einfügen, gehen zu Formen und sagen wieder, dass wir hier das Rechteck auswählen. Im nächsten Schritt wählst du jetzt die Spalten aus, die du gerne zum Vorschein bringen möchtest. Das heißt also, ich wähle jetzt hier etwas aus und ziehe das Rechteck so groß, wie es haben möchte. Ist das getan, ist jetzt im nächsten Schritt, dass wir mit STRG C und STRG V das Ganze duplizieren. Das können wir dann runterschieben. Wählen jetzt den Hintergrundrechteck aus. Mit Shift markieren wir uns das zweite Rechteck. Gehen dann hoch zu Form zusammenführen. Sagen, das Ganze soll subtrahieren. Ist das getan, ist jetzt im nächsten Schritt natürlich, dass wir das Rechteck, was wir dupliziert haben, wieder hochziehen. Genau an den entsprechenden Platz. Und natürlich gehen wir jetzt hoch zu Fülleffekt. Sagen hier an der Stelle, dass keine Füllung sein soll. Gehen dann zu Formkontur und wählen hier zum Beispiel Rot aus. Hier an dieser Stelle können wir natürlich auch noch bei Formkontur sagen, die Stärke zum Beispiel 3 Punkte, 4 Punkte oder 4,5 Punkte oder 6 Punkte. Je nachdem, wie stark du das Ganze haben möchtest. Ich sag jetzt einmal, ich übertreibe das Ganze und packe einfach mal 6 Punkte hin. Jetzt ist noch so, dass wir einfach uns die Folie 2 hier anklicken. Auf der linken Seite bei der Folienübersicht. Gehen dann hoch zu Übergänge und können jetzt uns dementsprechend einfach etwas auswählen. Ich will jetzt verblassen. Wir können uns jetzt noch anschauen, was wir überhaupt hier angestellt haben. Wie du sehen kannst, liebe Zuschauer, sind wir genau da angekommen, wo wir auch hin wollten. Wir haben also das Ende des Tutorials erreicht. Ich hoffe, dir, liebe Zuschauer, hat das Ganze gefallen. Lass mir ein Like da, vergiss nicht zu abonnieren und natürlich die Glocke zu aktivieren, damit du keine weiteren Folgen von mir, TheCone 900, in PowerPoint verpasst. Also dann bis zum nächsten Mal.